So, hallo, hier ist Christian Hemschemeyer, Paartherapeut, Psychotherapeut. So, vielleicht, wenn du mal Videos guckst, fragst du dich, wie lange dauert denn das, bis man den Richtigen trifft, welche mentalen Schritte durchläuft man, bis man sein Muster verstanden hat, all diese ganzen Fragen, wo trifft man den Richtigen? Und natürlich, ich rede natürlich ständig drüber, aber heute wollen wir mal die Carmen, die das mal aus ihrer ganz persönlichen Warte erzählt. Ich bin total happy, dass sie sich dafür bereitgestellt hat, weil bei ihr also ganz viele Sachen sehr typisch sind, wie lange das dauert, welche Abläufe sie gemacht hat mit Videos, Kursen von mir und wie sich das denn alles entwickelt hat. Und ja, ich finde es super, weil, ja, das ist, also wenn ich jetzt alles mal so sammeln würde, was ich von anderen höre, die wirklich hart an sich arbeiten, dann ist das ein Prozess, der gut möglich ist, erreichbar ist, auch für dich und der hoffentlich Mut macht. Also dann, hier kommt das Interview mit. Selber Coach und mache Hypnose und konnte aber über deine Videos dann diesen Mut fassen, dass all das, was ich gelernt habe, auch über Ausbildung wieder weiterzugeben. Ja, super. Okay, jetzt höre ich dich besser. Prima. Willst du noch mal ein bisschen erzählen, was für ein Typ von Beziehungen du so warst nochmal? Also letztendlich war diese sehr prägende letzte Beziehung für mich, warum ich überhaupt im Internet geguckt habe und ich dann nicht gefunden habe, war eine sehr, sehr ja, schwierige, sehr machtvolle Beziehung. Also ich musste sehr schreibartig so Kontrolle erleben und ja, also wirklich auch schon fast psychische Gewalt, indem ich mich immer mehr verlor. Ja, Ja, aber okay. Und ja. war das so eine Beziehung oder hast du so ein ganzes Muster oder so eine Serie von Beziehungen? Also letztendlich war das dann rückblickend gesehen immer ähnliche Muster, aber er war so derjenige, der das Ganze so massiv ausgelebt hat, dass ich für mich wirklich auch Hilfe suchen musste. Mir war das vorher nicht so klar, dass es viel auch mit mir zu tun hat, indem ich natürlich diesen Stecker hatte und er hat perfekt draufgepasst. Und ja, und letztendlich war er derjenige, der dann mich zum Überlegen gebracht hat, indem ich dann gesagt habe, so, cut, irgendwas muss ich ändern. Ich möchte das so nicht mehr. Ja. Und bin auf die Videos gestoßen. Ja, also diese typische Crash-Beziehung, die man dann so einmal hat, ne? Genau. Und weißt du noch, wonach du gesucht hast? Das ist ja auch immer spannend irgendwie, nach was, welche Begriffe einem dann so einfallen quasi. Genau. Ich bin voll auf Narzissmus. Ich Okay. musste, ich bin ja auch Krankenschwester und habe lange in der Psychiatrie gearbeitet Ja. und auch mit diesem, ich sage es mal, mit dieser Persönlichkeitsstruktur. Aber dass ich das selbst mal so stark erlebe und mich vor allen Dingen so derart verliere, das war mir nicht klar. Und bin erstmal nach Narzissmus und du knallst sofort. Und Okay. dann bin ich in die Videos rein und die waren so extrem hilfreich, dass es wie in eine ganz kurze, heile Welt eintauchen, dass ich nicht falsch bin. Das Okay. war das, was die Videos wirklich so derart mit mir ausgelöst haben. Zu wissen, es ist, ich bin eigentlich okay. Und ich darf jetzt an mir arbeiten, damit mir das noch nicht mal passiert oder nicht mehr passiert. Ja. Okay, also es war erstmal so ein Gefühl von, ja, da gibt es irgendwie einen Namen für oder gibt es einen Ablauf, der, okay, ja. Und hast du, manche gucken ja so, weiß ich nicht, hunderte von Videos irgendwie, wie war das bei dir so? Oder hast du welche rausgesucht oder wie lief das bei Ich dir? habe gefühlt alles studiert. Und zwar, es war interessant. Ich habe also immer die Themen, die mir hochkamen, wollte ich wissen. Und ich habe dann ganz gezielt auch Bindungsmuster, du hast da ganz tolle Videos, die ich immer wieder gehört habe, immer wieder gehört habe. Und dann habe ich mich mit dem beschäftigt. Und dann kam mir da irgendein anderes Thema, was Eifersucht oder diese Lysomie-Symbole, das habe ich nicht so ganz verstanden und habe mich dann damit beschäftigt. Und ich habe so systematisch eins nach dem anderen verstanden und witzigerweise, spannenderweise, die Videos, die ich dann vor längerer Zeit mal wieder angeschaut habe, ich habe dann plötzlich ganz andere Dinge rausgehört, die Das ist so ganz spannend. nicht bei mir Ja, das erzählen, glaube ich, sind. viele.
Irgendwie ist, wenn man dann nochmal so einen Step macht, irgendwie im Bewusstsein, und da versteht man nochmal andere Sachen. Ne? Ja, ah, das ist ja total Wenn du mit einem spannend. ganz absolut mit einem anderen Gehör dran gehst, und das war total gut. Also ich habe nicht nur ein Video und dann war fertig, sondern ich habe immer wieder. Und ich hatte dann ja auch diese Online-Kurse bei dir gebucht. Das war also wirklich das erste Mal, dass ich sowas gemacht habe. Und es war richtig gut, wirklich richtig gut, so dass ich auch, ich hatte irgendwann mal dir sogar geschrieben, dass ich sollte sozusagen meinen inneren energetischen Band mit diesen Menschen sozusagen durchcutten, und hatte doch so Schwierigkeiten mit. Ich habe wirklich so einen Schmerz gefühlt. Ja. Und du warst so freundlich und hast sogar zurückgeschrieben. Ja. War Okay. echt abgeholt, und das fand ich phänomenal, ja. 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 Hast du dann also mit diesem Modul 0 quasi angefangen, mit dem Liebeskummer, mit den Bändern trennen? Genau. Okay, und da hast du schon das Gefühl, dass da auch wirklich was getrennt Absolut. wird? Ja. Das war wirklich auch meine erste Erfahrung und mein erstes Eintauchen in so dieses Spirituelle. Du hast ja da auch schon Meditationen gemacht, die ich kontinuierlich jeden Abend angehört habe. Es ging wirklich darum, ich wollte was verändern und ich musste mir von einer anderen Seite was holen, was mich irgendwie resettet und mich in irgendeinen neutralen Zustand bringt, weil ich war so unruhig und innerlich so, ja, traurig und nervös und angespannt, dass egal, wenn Freunde mit mir gesprochen haben, es kam einfach nichts mehr an mich dran. Ich habe einfach noch diese Schwere empfunden, und da warst du derjenige mit deinen Videos und mit deinen Online-Programmen, die mich wirklich, ja, die mich in eine andere Welt gebracht haben. Ja. Und der mich in diesem Moment wirklich nur Glauben geschenkt hat. Ich war so misstrauisch, Ah, okay. weil ich ein Tipp, ja. Und das war für mich dann ganz arg wichtig, also. Ja. Ja. Ja, man wird dann so, nach dieser Beziehung ist man so mega misstrauisch, ne? Das ist wirklich, ne? Ja. Und vor allem das Schade war, also wirklich schade, dass keiner meiner Freunde Chance hatten. Die haben das wirklich gesehen und hatten großen Sorgen für mich, was da noch passiert, weil ich ja ihn so hochgelobt habe und es als meine Liebe des Lebens gesehen habe. Wiederum muss ich sagen, ich bin ihm unglaublich dankbar, Ja, schön. weil ich wäre Ja. niemals der heutige Mensch, der ich heute sein darf. Ja. Und Ja. dieses Spirituelle, das war, hattest du also vor, also das ist quasi neu dazugekommen. Ja. Das ist ja auch eine Erfahrung, die spannend bestimmt für viele ist, weil das, glaube ich, viele diese, war bei mir, glaube ich, auch so dieser Schritt, dass wenn man diese Erfahrung gemacht hat, dass man dann plötzlich auch einen Zugang zum Spirituellen bekommt. Ja. Das ist, Also, ja. ich Ja. hatte davor keine Erfahrung mit Spiritualität, auch vor allen Dingen keine Erfahrung mit mir, mich zu beschäftigen. Über diesen Online-Kurs musste ich das. Ich habe das zwar, also ich habe anfänglich die Videos auch natürlich genutzt, um erstmal ihn zu verstehen, Ja, bis ich klar. dann immer mehr verstanden habe, dass es überhaupt nicht um ihn geht, sondern um mich geht. Aber ich musste da erstmal, ich muss wirklich sagen, ich war so gefeuert mit Emotionen und mit Wut und Unverständlichkeit, dass ich erst so wirklich auch ein Jahr später, ich habe es wirklich fast 2,5 Jahre gemacht. Also ich schaue jetzt ab und zu noch Videos an und denke, wow, Ja. aber ich habe das definitiv 2 Jahre fast kontinuierlich mehrfach am Tag. Ja. Deswegen, weil sie so kurz sind, ist es so toll. Du Ja. kannst es egal, im Auto, ich habe, also wirklich beim Einkaufen, überall hatte ich ja, deine Videos, deine Stimmen immer wieder zurück, immer wieder hören. Das war so extrem wichtig, ja. Ah, schön, Und irgendwie ja. mehr verstanden. Hast du dann auch die weiteren Module gemacht, also diese Umprogrammierungs-Liebeschips und diese Geschichten da? Genau, Ja. habe auch gemacht. Habe natürlich da schwer Werbung gemacht. Das sind einige Leute, die das jetzt machen, weil in der Danke. Welt wirklich braucht. Ja. Und alle sind begeistert. Also das ist wirklich so, dass ich auch immer wieder sage, hey, hört Christian Hönschemeyer, geh hier und abonniere ihn. Toller Coach, und buch seine Programme. Und das ist wirklich was, was ich gerne in diese Welt hinaussenden möchte. So Online-Programme sind ein unglaubliches Geschenk. Weil sie Jetzt, einfach ja, genau. das so auf es spielt keine Rolle, ob das auch in der, wie soll ich sagen, global gehalten wird. Es fühlt sich so angesprochen. Man hat das Gefühl, es ist für einen selbst, ja. Und es ist eine unglaubliche Chance, da wirklich auch, ja, eine wirklich grandiose Veränderung reinzubringen.
Wie am Anfang immer noch in diesem Misstrauen, aber es bricht das Ganze. Und dann kommt ein Befreiungsschlag nach dem anderen. Wahnsinn. Ja. Jetzt wie viele ja sicherlich spannend. Du kommst ja gleich dazu, dass du auch jetzt jemand Neues kennengelernt hast. Wie lange würdest du sagen, diese Phase vom ersten Video bis wo du da so richtig raus warst, wie lange war das bei dir so? Was würdest du sagen? Oh, also es ging wirklich über, also gute 2 Jahre. Ja, das ist, glaube ich, ein ganz normaler, also ich glaube, wenn man richtig hart an sich arbeitet, ist das ein Ja. machbarer Wert. Genau, das ist also was, das, ja. Ja. Also es ist wirklich so, dass das, also ich glaube, die letzten Videos intensiv, wirklich, und ich muss wirklich sagen, ich habe sie jeden Tag angehört, mehrfach auch zum Teil abends beim Schlafen oder zum Schlafen gehen. Immer wieder dann, wenn so meine Bullshit-Gedanken kamen und wenn ich angefangen habe, an mir zu zweifeln, ja, Videos anhören, weil sie einen wieder wirklich so in die Realität holen. Man bezieht ja so viel auf sich. Man sucht die Schuld bei sich komplett. Ne? Und das wird aber immer weniger und weniger und weniger. Und ich wollte das Gefühl komplett haben. Ich wollte wirklich frei sein, auch frei für was Neues. Und was dann für mich ganz spannend war, diese Videos, dann ging es ja darum, ich fühlte mich frei von diesen Menschen. Ich habe vergeben und ich Ja. war alles gut. Ich habe mich gut gefühlt. Dennoch musste ich, dass mein Muster, dass es so ganz frei ist. Und ich wollte meine Liebessucht oder meine, ja, ich nannte es immer Co-Abhängigkeit, wollte ich noch mehr verändern. Und es ging dann darum, dass ich dachte, ich bin bereit für was Neues. Ja, Und habe dann spannend. deine Videos angeschaut. Wie Ja. kann man bereit sein, Dating, auf was kann man achten? Und ich habe wirklich schon fast Listen geführt und habe denjenigen beobachtet, wenn er irgendwie. Und manchmal war das für mich wirklich ein Probieren und dann war das irgendwie, du hast einfach in diesen Dingen so recht gehabt, ja, wenn das und das und das passiert, hey, geh einfach. Du brauchst da nicht länger in der Energie bleiben. Und das habe ich wirklich getan und habe mich natürlich auch, ich habe mich stark gefühlt danach, weil ich einfach für mich eingestanden bin und da war. Und das war ganz arg wichtig für meinen Prozess. Ah, super, ja, aber du hast das ja echt rigoros umgesetzt, aber dann kriegt man auch die Ergebnisse, ne? Das ist ja Und schon was Grandioses zu haben, was ich heute habe. mal. Ja, Ja, genau. das Also du wurdest vom sind die Wege. Universum noch getestet, es kamen dann noch, genau, Dating-Situationen, die auch nicht so ganz, ja, genau. Hast du denn online gedatet oder eher so im echten Leben so? Ja. Also ich habe zu dieser Zeit noch bei dir, also die Videos angeschaut und online gedatet und wusste aber, ich möchte das nicht mehr. Ja, Ich wusste, das ist nicht mehr meine Welt. Ich wusste, dass es diesen Menschen, weil ich dann einfach in diese Spiritualität eingetaucht bin. Und auch da habe ich natürlich auch deine Verwandlung gesehen. Du machst jetzt auch Online-Kurse mehr mit der Spiritualität und nicht Ja. das Kranke, weil das ist die Welt hinaus. Ja. Also wir sind ja alle irgendwie spirituell Ja. und mit, ja, es ist eine Welt, die wahnsinnig toll und warm ist. Und dann habe ich angefangen zu sagen, nein, ich möchte das nicht mehr, Online-Dating. Und habe dann diesen Menschen gefunden, auf völlig natürliche Art und Weise. Ja, Genau. super. Genauso, wie ich es mir vorgestellt habe. Okay. Wunderbar. Wie lange hat das gedauert vom letzten, also wie lange musstest du warten sozusagen, bis er dir über den Weg läuft, so? Was würdest du sagen? Gut, ich meine, letztendlich, wenn man offene Worte spricht, im Online-Dating kriegst du schnell. Und die Gefahr aber in dem Online-Dating, so sehe ich und so war meine Erfahrung, ist, dass man alles, was man sich erarbeitet über deine Videos, ist schwierig dort umzusetzen, weil Ja. derjenige nie greifbar ist. Und weil man investiert in was, was man nicht weiß, ob sich das tut. Ja. Man kann die Energie nicht spüren, man hört seine Worte vielleicht nicht. Und klar gibt es dann schnell auch ein Date. Ich habe das alles auch umgesetzt. Und auch nicht lange geschrieben, ich habe mich wirklich an alles gehalten, habe aber darauf gemerkt, dass dann Reaktionen kommen, die ich nicht mehr wollte. Ich habe mich Ja. immer unwohl gefühlt in diesem Online-Dating und ich habe immer mehr gemerkt, da hat mein Muster nicht mehr rein. Und ab da wusste ich dann, dass sich irgendwas in mir wirklich so derart verändert hat, dass ich ja, bereit bin, draußen dieses Vertrauen zu haben, jemanden kennenzulernen. Einfach, Ja. dass jemand gesagt hat, ich finde vielleicht draußen jemanden. Ja. Ja. Magst du erzählen, wie ihr Spannend. euch kennengelernt habt? Bestimmt, also wenn Ja, das. sehr gerne. Also ich bin der Trainerin noch und ich bin in einem Fitnessstudio und er ist da schon seit 1,5 Jahren bei mir im Kurs.
Ja. Und wir haben uns immer super gut verstanden und es war immer eine ganz besondere Energie. Aber er war in Beziehung und ich war aber noch nicht so weit. Ja. Das muss ich wirklich sagen. Ich war noch sehr beschäftigt mit mir und aber ich wusste, dass da einfach, ich mochte ihn und er mochte mich. Und letztendlich ist es so, dass ich dann, als ich wirklich ein halbes Jahr allein war, und das hast du ja auch immer wieder gesagt, dieses Ja. Mal allein sein, das war Ja. für mich wirklich ganz arg schwer, muss ich wirklich sagen. Vor allen Dingen mich in der Fülle zu fühlen, allein zu sein. Immer war Ja. ich zu allein, immer war in diesem Mangelgefühl. Und immer diesem Gefühl, ich will jemanden kennenlernen und ich halte mich alleine nicht aus. Und das war eine unglaubliche Erfahrung, in dieser Fülle zu sein und immer wieder in deine Videos, bleiben dann allein, so wie ich dich beschäftige, oh, du Ja. haltest fast nicht aus und Zeitpunkt habe ich es ausgehalten. Und wir sind dann eines Abends spontan, haben wir uns verabredet. Es war überhaupt nicht irgendwie das Ziel, jemals gerne zusammenzukommen. Es war einfach so plötzlich da. Und dann war meine Energie eine andere und ich war einfach bereit für das, was er mir geben kann, oder beziehungsweise wir jetzt miteinander erfahren, weil er mit diesem ganzen Narzissmus, Eifersucht, Kontrolle überhaupt nichts anfangen kann, weil er überhaupt nicht so ist. Ne? Er auch in der Situation der Spiritualität immer mehr eintaucht, ist natürlich ein Geschenk, wenn jemand sich entwickelt, ja? Auch sehr nah bei sich ist. Und ja, er kennt dich auch. Recht? Ach du Schande. Okay. Auch mit dem und das finde ich da total gut, ja. Aber ja, und das, was ich jetzt erfahre, ist was ich auch immer noch heute aus einem ganz großen Wissen deinerseits ergreifen kann. Ja, das muss ich wirklich sagen. Also, und es ist ein unglaubliches Geschenk, zu erfahren, dass es Menschen da draußen gibt und die gibt es da draußen. Ja. Gibt es da draußen. Man muss nur seine Sichtweise verändern. Ja, was ist Seine denn jetzt Denkweise anders in der Beziehung als gibt. in, ja, was ist denn jetzt anders? Was würdest du sagen, was sich anders anfühlt als vorher in diesen toxischen Beziehungen? Ich bin nicht im Mangel, ich bin in der völligen Fülle mit mir selbst. Ich Mhm. bin so bei mir, dass ich erstmal mich fühle und in der Lage bin, ja, ganz anders Beziehung zu reden, mich zu äußern. Wir haben eine ganz andere Kommunikation. No more Drama. Ne? Ja, kein No Drama. Drama, Ja. kein Drama. Ich bin natürlich anders aufgewachsen wie er. Es gibt natürlich Gründe, warum ich auch so meine Muster gesucht habe. Und er weiß von dem. Er ist komplett anders aufgewachsen. Und das Spannende, was jetzt ist, dass wenn ich meine, wenn man immer mehr anfängt zu lieben, da feuert doch noch so ein bisschen was. Und, aber es ist nur ganz, ganz klein. Ich kann darüber reden und er holt mich komplett ab. Ja. Und das ist was, und nicht mal mit viel. Ja, es sind einfach nur so ein paar Worte oder einfach nur eine Umarmung. Und ich kann es vor allen Dingen annehmen und Ja. weiß, dass es einfach, ja, dass es einfach okay ist, dass ich auch mal noch Ängste haben darf. Ja, Ja. und das ist eine wirklich extrem schöne Erfahrung. Ja. All das, was du gesagt hast in diesen Videos, kommt jetzt. Wie eine Blüte, die sich aufmacht. Es kommt alles. Es ist Wahnsinn. Richtig schön. Boah, schön. Und vermisst du das Drama irgendeiner Weise so? Ob ich das vermisse? Ja, das fragen sich immer viele. Nee, Es ist so, ich habe lange nicht geglaubt, dass es eine Beziehung gibt ohne Trauma. ne? Weil ich nichts anderes kannte. Ich kannte es über meine Kindheit nicht. Ich habe es bei meinen Eltern nicht gesehen, dass es also harmonisch zugeht. Ich habe das im umliegenden Umfeld kaum gesehen, dass es harmonisch zugeht, aber ich wusste, dass es es gibt. Ich habe an irgendwas ganz Festes geglaubt und hatte ja dann jetzt über ja, viele Jahre einfach immer diese schwierigen Beziehungen und jetzt so viel Ruhe und Harmonie zu haben, ist wirklich neu. Aber es kommt so viel Ruhe rein und so viel Ja. Klarheit und so viel, man hat so viel, wie soll ich sagen, so viel Qualität, das hat Ja. vorhanden. Ja. Ja. Und Chemie habt ihr aber trotzdem auch. Die ist also nicht so, dass ihr keine. Die ist Ja. grandios. Weißt du, ich denke, dass ich erstmal wirklich so meinen ganzen inneren Keller, der so total verwirrt war und durcheinander war, aufräumen musste. Und ich musste erstmal für mich definieren, was möchte ich überhaupt in meinem Leben? Wen möchte ich kennen? Was bin ich bereit zu geben? Was bin ich bereit zu empfangen? Und was für eine Beziehung möchte ich? Ich weiß, was ich nicht mehr möchte, aber jetzt muss ich definieren, was ich möchte. Und
das ist alles eingetreten und es ist ja manchmal noch wie ein Wunder, aber es ist einfach da. Ja, schön. Es ist einfach da, ja. Wow, sehr schön, sehr schön. Ja. Und dann bist du darüber. Ja. So unglaublich. Das war die Spannung, das habe ich neulich auch gesagt, als ich mit diesen schwierigen Menschen zusammen war und ich ihm heute wirklich gut dankbar bin, hatte ich eine ähnliche, so dachte ich, eine ähnliche Energie. Mhm. Das ist wirklich spannend. Ich dachte, okay, hey, so viel zu geben, so viel da zu sein, so viel Zärtlichkeit ja. und so viel Aufmerksamkeit dem anderen zu schenken, dachte ich, hängt mit meiner Co-Abhängigkeit zusammen. Als ich die sozusagen ein bisschen oder immer mehr zunehmend mehr in die Heilung brachte, dachte ich, okay, wie ist mit die Liebe du? Weil ich kenne es ja nicht anders, die mich aufgeben in Beziehung und ich kann dir sagen, die gleiche Energie nur füllt mich. Ja. Das fand ich spannend. Ja. Also ich liebe mich so sehr und finde mich gut so, wie ich bin. Ich weiß, dass ich bin. Und ich könnte mir in einer, ja, wie soll ich sagen, in einer sehr starken Zuneigung, ohne Mangelgefühl, genau das sein, was ich bin und wie ich liebe, oder wie ich Beziehung führen möchte. Das finde ich ein unglaubliches Geschenk. Ja, wow. Verstehst du, was ich meine? Ja, absolut. Ja, ja. Also, ja, man denkt ja so, also ich glaube, es sind so Schritte, ne? Man merkt erst so, oh, ich habe ein Thema mit Co-Abhängigkeit, dann stellt man ja eine Frage, ist das alles Liebe, was ich gegeben habe sozusagen, genau. oder war es Co-Abhängigkeit, aber jetzt merkst du, nee, das ist wahrscheinlich eine Seite von dir, dass du eigentlich viel zu geben hast, aber du hast halt vorher vielleicht die Grenzen nicht so klar gehabt oder es ist auf dich nicht so aufgepasst, wie du es jetzt tust, scheinbar, ja, genau. Mhm, ja. Also es war wirklich in einer Abhängigkeit und jetzt lebe ich, weil ich die Liebe gerne geben möchte, weil ich es ja für mich auch fühle. Mhm. Und abhängig fühlst du dich wahrscheinlich nicht mehr in der Beziehung jetzt, ne? Nee, ja. Überhaupt nicht, ja. Mhm. Überhaupt nicht. Es ist einfach, ich habe so mir die letzten 2,5 Jahre, oder jetzt ist, ich meine, ich bin ja jetzt schon, ich war ein halbes Jahr Single und dann ging es mir schon sehr, sehr gut, indem ich mich gut und voller Vertrauen gefühlt habe, aber diese 2 Jahre, die wirklich auch so schwierig waren, das war, da, ja, da habe ich eine Zeit erlebt, in der ich nicht in der Lage war, bei mir zu sein. Dieses Fundament habe ich jetzt total. Ja. Und dann hast du über, warst du jetzt vorher schon Coach oder hast du dann über deinen Weg dann selber in den Beruf gefunden sozusagen? Ich war vorher schon Coach, aber ich habe es nicht so ausgelebt und ich wollte ja dann bei dir die Ausbildung machen. Also ich wollte dann wirklich auch in diese Welt der Paare eintauchen. Und ich mache jetzt ähnlich jetzt. Ich habe viele, viele Menschen, die viele Frauen, die in ihren sind. Und ich glaube, es ist einfach wichtig, da so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, Ruhepol zu sein als Coach, um einfach das weiterzugeben, was du auch zum Beispiel weitergibst. Ja. Ja, ich meine, ja, natürlich, ja, in diesem Bereich bin ich schon immer zunehmend mehr drin. Ja. Hast du denn auch die Ausbildung bei mir dann gemacht eigentlich? Ja, ich glaube auch, ne? Die, noch nicht? Ach, noch nicht? Alles klar. Ich wusste es ja nicht so genau. Ich würde sagen, ja. Noch nicht. Ja. Ich hätte sie sehr, sehr gerne gemacht, aber ich glaube, zu dem Zeitpunkt musste ich noch sehr stark gucken, dass ich bei mir bleibe, weil ich so den Hang habe, dann zu viel zu tun, zu viele Rettungsboote zu holen und ich war dann noch nicht so weit, in diesem ganzen Info was zu geben. Ja, ja. Was würdest du denn Menschen raten, die so ganz am Anfang ihres Weges stehen, vielleicht gerade auf die Idee kommen, oh, das war eine toxische Beziehung, was würdest du denen als erstes raten? So? Wow, also erstmal, ich glaube, es ist ganz arg wichtig, sich einen Ort zu suchen, wo man, ja, wie soll ich sagen, aus dieser narzisstischen Beziehung rauszukommen, ist erstmal ein verdammt schwerer Weg. Das kann ich so genannt. Ich habe angefangen, mich zu fragen, wozu erlebe ich das gerade? Ich habe nicht die Warum-Frage gestellt, weil das Warum, das lässt mich immer kreisen. Ich habe die Wozu-Frage, wozu erlebe ich das Ganze? Und habe gespürt, dass das nichts mit Liebe ist. Ja. Das kann ich nicht leben. Dass mich jemand kontrolliert, mich über Facebook stalkt, wie viele Likes ich bekomme, in allem irgendwas dran. Ich hab mich so eng gefühlt, ich habe lauter Affekte. Und ich habe das nicht verstanden. Richtig, deine Videos zu hören. Ich kann es echt, ich mache jetzt schon, dass ich es jedem rate. Auch nicht mal so
in narzisstischen Beziehungen zu sein, sondern du erklärst ja unglaublich viel um die ganze Persönlichkeit runter. Es ist ja nicht nur diese wie auch immer du kennst, ja. Ich mag diese Worte eigentlich auch gar nicht mehr, sondern du erzählst viel, bei dir zu sein. Beziehungsmuster. Das musste ich musste erstmal verstehen, warum bin ich überhaupt so. Ja. Und das hat mich zum Denken angeregt. Ich kann euch wirklich raten, den ganzen Menschen raus, bleibt dran. Die Bullshit-Tanken, die sagen dir immer wieder, das stimmt alles nicht, was sozusagen Hope sagt. Die Realität zeigt dir anders. Ja. Nicht bestimmt nur. Nein, Liebe, wenn Liebe schmerzt, ist sie nicht gesund. Ja. Das ist auch ein schönes Schlusswort für Liebe, Schmerz. Wahre Liebe tut nicht weh, ne? Das sagt man immer so. Komm, ich bedanke mich ganz herzlich, dass du dich bereitgestellt hast für dieses Gespräch. Okay.